Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Was machen wir heute? Ich habe ja nur schon ein bisschen hier so Use Your Scraps and Use Your Stash Buschen gemacht. Und ja, das werden wir auch weitermachen, aber ein minimalistisches bisschen anders. Minimalistisch ein bisschen. Ja, Deutsch ist ja so eine geile Sprache. Und da bin ich etwas durch mein Zimmer gekrabbelt und habe mich umgeguckt und dachte, na hoppala, da war ja was. Dann könnten wir eigentlich mal ein kleines Video machen. Es ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich habe es in unserem Action noch gesehen. Es gibt noch, bei uns gab es noch welche. Zwar nicht mehr das, was ich habe, aber andere Ausführungen, aber das ist ja völlig bums. Und jetzt wisst ihr immer noch nicht, von was ich rede oder habt vielleicht doch schon im Titelbild gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ich da hochlade, das entscheide ich immer danach. Und ich zeige euch mal, um was es geht, damit ihr mal irgendwie eine Beilung habt und ich zu Potte komme und nicht immer nur rede. Und zwar geht es darum, yay, um meinen kleinen flamingtastischen Flamingo-Kerl hier. Der Niederländer würde sagen, mag ihr eigen Tass Accessoire? Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war. Jeder holländische Bürger dieses schönen Planetens wird sich ordentlich zerrüffeln, genauso wie der Franzose sich zerrüffeln würde, wenn ich sage, créez votre propre Accessoire de sac. Ne? Der Deutsche sagt, bastle dein eigenes Taschenzubehör. Und was der Pole sagt, keine Ahnung, ich kann es nicht, ich kann kein Polnisch. Tropf, Lanz, Vlasny, Dotta, Tekto, Torrepki. Egal. Eigentlich habe ich eigentlich nur alle Daten im Schrank. Oder der englisch sprechende Mensch würde sagen, make your own back accessory. Aber ja, das steht zumindest da drauf. Völlig bums. Klatscht euch alle mal schnell die Hand an die Stirn. Da gibt es einen schönen Sound, wenn das alle einspielen würden. So richtig schön. Patsch und Patsch. Nee, pst. Ich weiß gar nicht, warum ich so durchgeknallt bin. Wusa, der Lagerkoller. Zwecks dem C-Wort. Egal. Wir wollen das mal heute zusammen wursteln. Da ist ja auch. Ach, genau. Hier sieht man es nur. 1,99 hat es gekostet. Das müsste hier alles drin sein. Ich schnapp mich mal, weil ich total vorbereitet bin hier aus meiner Tasche. Habe ich jetzt meistens so in der schönen Melönentasche, auch aus dem Action. So ein bisschen Krimskrams, den ich dann einfach hier schnappe und den man herzusuchen muss. Jetzt schauen wir mal rein hier. Mal hier so haben. Machen wir ein kleines Unboxing. Ein Unboxing Watch Me Craft DIY Bastel mich Teil. Ja, also Le Carton räumen wir mal zur Seite. Und da haben wir hier drin die Bastel Anleitung. Ich wollte ja sagen in Wort und Schrift, aber ich glaube, ein Bild passt wohl in dem Falle eher. Warte mal. Ich nehme mir das mal hier so drunter. Ich kenne mich doch, ich verschmeiße sonst alles. Ja, das soll jetzt hier alles drin sein. Schauen wir mal. Ja, ja, ich beeile mich. Oh. Raschel, raschel. Kommt schon das erste Flittergelumpe entgegen. So, Controller. Als erstes haben wir dann natürlich unseren Flamingo-Taschentuch, Flamingo. Einmal Vorder-, einmal Rückenteil. Fällt auch überhaupt noch nicht auseinander hier. Naja, irgendwo mussten sie ja die Form lang schneiden. Also, da haben wir das. Dann haben wir hier die Füllwatte.
Die ist da. Dann haben wir, was ist, ach, das ist das Stück. Ich glaube, das ist ja für die Quaste. Haben wir auch. Wir haben Flügel. Wir haben das Klebestreifenteil. Okay. Dann haben wir hier die Beinchen von dem Kollegen. Ach, kann man eigentlich gleich schon mal hier das rausnehmen, das Gestanzte. Also die Beinchen sind auch da. Den Faden zum Zusammennähen. Was wird das hier? Ach, das ist vorne für den Schnabel. Und das hier auch. Ah, okay, das ist schon hier so vorgestanzt. Also die Flügel auch schon. Alles klar. Logisch, da hat er hier noch einen pinken Schnabel. Ah, Mensch, wir werden hier noch mal richtig schlau. So, und dann haben wir hier so diverse Accessoires. Ich hole die jetzt trotzdem mal raus, ob das jetzt nur Sinn macht oder nicht. So, da haben wir eine Nadel, das ist natürlich sehr gut. Da brauche ich nicht erst eine rausmühlen. Das ist schön. Eine Nadel, dann natürlich den Karabiner. Bin ich überhaupt noch in der Kamera? Was haben wir dann noch? Die Augen mit den Hinterteilen zum Festmachen. So. Da war eine. Ich heb sie jetzt erst nicht mehr auf die zweite. Hier, Häkchen. Bindering. Bindering. Und dann hier für die Quaste das Schnibbelchen. Also hier macht man wirklich noch schön was selber. Und was sollen wir jetzt zuerst machen? Wir sollen zuerst dem Flamingo die Augen dran pulen. Dann machen wir das jetzt auch. Na komm. Diese Pailletten sind echt erhöht. Uff. So. Frummel, frummel, frummel. Da haben wir jetzt hier das da drauf gemacht. Sehr schön. Da das Ding ja zwei Seiten hat mit zwei Augen. Mal gucken, wie oft ich jetzt hier mit die Pailletten rüberwischen werde. Und da kriegst du auch noch ein Auge. Jawolski. So, Fummel, Fummel, Fummel. Schieb mal hier drauf. Da hat er auch eins. So. Das nehmen wir mal aus dem Weg. Kontrolliert haben wir, ob alles da ist. Ich denke mal, das brauchen wir noch nicht gleich. Das brauchen wir dann. Das Quastending, ne? Das brauchen wir auch später. Aber die Nadel werden wir bestimmt gleich brauchen. So. Schnabel und das brauchen wir jetzt bestimmt auch noch nicht gleich. Das sind die Flügel, aber die Beinchen hätte ich hier im Angebot. Jetzt sind es auch der. Ich soll das so rum hinlegen. Die Beinchen hier dran. Das hier verkehrt rum drüber. Ob ich das jetzt so richtig sehe? Ja. Und dann müssen wir das Geschoss da festnähen. Okay. Hummel die Hummel, na gut, langes Fädchen, faules Mädchen, ist mir völlig Bums. Ich mach das jetzt einfach. Komm hier, komm, put, 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 du kleine Nadel, komm hier. So. Werden wir das mal hier einfädeln.
Toilettensitz, ich glaube, wir reinmachen brauchen. Egal. Wie gesagt, langes Fädchen, faules Mädchen. Ist mir jetzt aber ziemlich bums, würde ich sagen. Jetzt hat sich natürlich schon der erste Knoten hereingemurkst. Ach. Komm her jetzt hier. Dich nicht so zickig. So, vielleicht kann man den gleich noch nutzen. Und den bis mit vorziehen. Gucken. Oh, ich bin ja gar nicht im Bild. Sehr schön. Egal. Nehmen wir eben gleich den. Wir haben eh zu viel. Und machen einen Doppelknoten draus. Den noch schnell suchen. Schnibbeldibbeldibbeldibbeld. Komm. Hopf mal auf den anderen Knoten da hier drauf. Hupf, hupf drauf auf den anderen Knoten. Natürlich, ne? Und mal eben doch noch einen dritten machen. So. Na, 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 na. Nicht schön, aber selten. Und dann schneide ich mir das ja einfach ein bisschen ab. Wir haben eh zu viel Faden. So, geil. Ich bin eigentlich sonst nicht so verschwenderisch, aber egal. So. So. Und jetzt so. Ja. Das ist ja auch. So, der soll jetzt natürlich so da hier sein Beinchen mitkriegen. Und da werde ich am besten mir eine Stelle suchen, wo das mit seinem Beinchen Sinn macht. Dann soll das ja hier drin erstmal verschwinden. Das Beinchen hat hier so ein ganz kleines Loch. Ist zwar hier ausgestanzt. Ich dachte, ich krieg's gleich mit der Nadel. Naja, dann eben nicht. Auf jeden Fall piekse ich den mir dann eben jetzt hier auf die Nadel, wenn es denn will. Au! Ach, so, also. Am Bauch fange ich an, habe jetzt die Füßchen hier drauf und dann möchte ich mal zusehen, dass das Viecherl hier. Ach, wartet einen Moment. Das will gerade nicht so, wie ich das will. So unter Luft das zu machen, ist schon echt fies. So, ich leg dein Schwänzel jetzt hier drauf. Zeige ich mir ungefähr, wo du hier drauf musst. Und ich denke mal, das wird so ungefähr na, hier so sein. Komm. Hab dich nicht so. So. Beinchen rein. Gucken wir mal, ob das Halbwege hier zusammenpasst. Ah ja, doch. So, und dann legen wir einfach mal los mit dem langen Faden. Und dann mache ich hier so einen einfachen, wie nennt man das? Steppstich. Ach, keine Ahnung. Machen wir hier einfach Ramsti-Damsti-Didel-Dumm um den ganzen Flamingo rum. Könnte noch total zum Poeten hier werden. Und genau. Und das machen wir jetzt hier Tippel-Tappel-Tu. Naja, die ganze Runde rum halt, ne? Also die Pailletten, die sind echt gewucht hier. Ja, auf jeden Fall machen wir das jetzt hier reihum. Zap, zap, ab. Aber damit ihr mir hier nicht stundenlang zugucken müsst, mache ich das mal schnell und sehen uns gleich wieder. Tada, da bin ich schon wieder. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, 53.000 Kilometer zu lang, der Faden. Also zumindest habe ich jetzt hier diesen einfachen, oder wie sagt man, Steppstich gemacht. Das Ding wird ja wohl halten. Ich habe noch keinen Meter kontrolliert. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So, natürlich habe ich das jetzt nicht komplett zugenäht, weil das ist meine Wendeöffnung. Und jetzt werde ich mal auf die ein oder andere komplizierte Art und Weise diesen Vogel hier durchwursteln.
kann sich nur um Jahre handeln, die ich dazu benötige. Ich wette mit dir, das, oder mit euch, dass das hier mal so richtig fake war, am Bauch anzufangen oder so. Habe ich den mal einen Stift hier. Nehme ich das hier. Oh, das geht nicht so. Nehme ich das hier. Vielleicht ein bisschen nachstopfen kann. Mal gucken, ich habe keine Ahnung. Ansonsten war das jetzt hier ganz, das Ganze umsonst. Kann den ganzen Quatsch nochmal aufmachen, weil ich das ganz bestimmt hier. Ich habe das total schlau gemacht. Ich kriege das bestimmt hier nicht durch den Hals durch. Oh, wie dämlich. Wie selten dämlich muss man sein. Ja, ihr seht es, so selten dämlich wie ich. Egal. Oh mein Gott, ich muckse mit dem Stift in dem Viech rum. Ja, jeder, der gut nehmen kann, greift sich an den Kopf. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt recht, ich bin bescheuert. Hey Leute, oh, ich habe die dumme Befürchtung, ich muss das Vieh nochmal aufmachen, weil ich das Ding ja nicht durch den Hals krieg. Scheibenkleister. Das muss doch zu schaffen sein. Ey, so hartnäckig bin ich. Moment, ich bin gleich wieder da. Gut, Freunde der guten Nachtmusik. Ein bisschen hat es gedauert. Empfehlung ist jetzt nicht unbedingt an den Füßen anzufangen. Also am Bäuchlein. Ich habe das dann. Entschuldigung. Bis hierhin wieder aufgemacht und erstmal schon mal rumgetrieselt. Und habe dann von der anderen Seite vom Bauch aus das dann jetzt wieder bis hier hoch zugenäht. Und drehe das Geschoss jetzt um. Ja, es ist ein bisschen, sah jetzt ein bisschen behindert aus, das gute Stück. Aber, komm, dein kleines Schwindel hier noch. Oder was auch immer hier da übrig bleibt, wenn ich das hier umdrehe. Oh, sorry, Leute, sorry. So. Schub. Ja, so sieht es jetzt aus, das kleine Dirschen. So, oi. Gott, vollends Katastrophe. So. Jetzt habe ich das hier. Naja, das hätte ich auch nochmal besser zunehmen können. Dran nähen sollen. Ja, gut. Übung macht den Meister und es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich werde jetzt das Tierchen. Ja, doch. Wie hier beschrieben, weiter bearbeiten. Und zwar werde ich das jetzt mit der Füllwatte befüllen. Mal schauen, wie ich mich damit so anstelle. Bestimmt ungefähr besser als mit dem anderen. Ich werde das jetzt einfach mal hier oben rein stupfen und da lang stupfen. Und das wird bestimmt wieder 23 Stunden dauern. Stopf, Stopf, Stopf. Und bis ich das hier durch habe, gönne ich euch ein Päuschen. Also eine Sekunde und ich morg's mal weiter. So. So, voll gestopft ist es jetzt. Gut, schön ist definitiv anders. Ich finde es halt einfach gerade nur witzig. Und jetzt fange ich einfach an. Hier unter den Schüppchen mir ein Stückchen Stoff zu suchen. Ja, es wird halt einfach nicht schöner. Warum ist denn das eigentlich hier so? Ein bisschen rausholen. Moment. Habe ich ein bisschen zu tief reingestopft?
dass ich die Kante etwas reingestopft habe. So, jetzt versuche ich hier einfach mit ein paar kleinen Stichen unter den Pailletten hier. Oh, entschuldigt. Ich kann schon rumgeeiert. Habe gar nicht durch die Kamera geguckt. Das hier, ja, halt zuzunähen, das gute Stück. Mal hier irgendwie so ein bisschen unten, unterm Rand hier so lang. Keine Ahnung. Ich meine, gut, so schön ist es jetzt nicht. Es ist halt durch die Pailletten ganz schön fummelig. Aber es soll ja nur dem Spaße dienen. Bei mir kommt es nicht an die Tasche, es kommt hier in mein Zimmerchen. Und dann mache ich das jetzt erstmal weiter. Taring, tadam, taring, tadam, tadam. So, da ist er zugenäht. Ja, nicht schön eher aussehen wie ein gerupftes Huhn, aber selten. Aber er ist klein Flamingo und er bleibt für mich flamingtastisch. Man kann ihn so schön so, hui, hui, hier ist er hell. Das, ja, Spielerei. Machen wir weiter, damit wir mal fertig wären. Jetzt haben wir hier jetzt das Ding. Jetzt müssen wir Punkt 7 machen. Nehme ich mir jetzt mal ein Stück Lineal und tu mir da mal vor allen Dingen. So, Pi mal Daumen, bloß so ein bisschen. Ich habe eine Stoffschere, Moment. Da so mal ein paar Fransen reinschneiden, ne? So. Immer schön bis zum Strich. Und das werden wir jetzt mal machen, bis das Stück zu Ende ist. Und wie ihr mich natürlich auch schon kennt, bis gleich. Palim, palim, zurück. So, da habe ich jetzt so meine Fransen. Mehr oder minder schön. Ach ja. Jetzt haben wir hier dieses Klebedingens. Gucken, ob wir das hier aufgetrieselt bekommen. Moment. Also, man schnappe sich hier eine Seite und klebe die See hier oben drüber. Machen wir. Haben die so geschrieben, dass man das machen soll. Also machen wir das. Bin ich überhaupt noch ein Bild? Nee, ne? Super Sache. Zack. Sache. Nee, das ist die Stoffschere. Damit schneidet man Stoff und nicht Papier. So. Dann muss ich das hier abpulen und dann zusammenrollen. Okay. Dann pulen wir das hier mal ab. Eieiei. Zittrigen. Und entschuldigt mal, ich gehe mal aus dem Bild, sonst sehe ich das nicht, wo ich hier was abziehe oder nee, abziehe. Kleine Sekunde. Und wenn es länger dauert, ihr kennt das Spiel ja, drücke ich auf den Pausenknopf, damit ich mich nicht ganz so zum Horst mache. Habe ich das hier überhaupt richtig gemacht? Naja, doch, das klebt schon hier dran. Aber das ist ja eine ätzende Fummelei. Ich hab's. Entschuldigt. Verschluckt. So, und jetzt sollen wir das da zusammenrollen. Okay. Wir uns mal hier so ein Ding. Und dann versuchen wir mal den ganzen Spaß. Oh mein Gott, ich sehe mich schon scheitern. Ich sehe mich definitiv scheitern. Ich dachte, ich
könnte das hier so ein bisschen umwickeln. Oh Gott, das klebt ja. Echt wie Hulle. Na gut. Uiuiui. Ui, ui. Gut. Oh, das geht besser, als ich dachte, weil das eben klebt. 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 Wie Hulle. Okay. Na komm. Ein bisschen rollen. Kannst schon mal hier ein bisschen mitmachen. So. Oh, währenddessen klebt es an meinem Finger, an meinem Daumen fest. Ja gut, ist auch ein Finger. Ha, ha, ha. Okay, jetzt läuft es langsam. Aller Anfang ist schwer, aber wir kriegen das hin. So. Jetzt haben wir hier so ein. Quasteliges Quastenteil. Oh, so schlimm ist es ja gar nicht. Jetzt muss ich das doch eigentlich dort. Ach, Mensch, Kinders. Bevor wir den ganzen Spaß hier zusammenpuzzeln, habe ich ja noch was ganz Wichtiges vergessen. Meine Güte, wie konnte ich denn das nur vergessen? Wir haben ja noch Flügel dran zu kleben. Oh mein Gott. Der arme Kerl kann sonst ja gar nicht flugeln. So rum zeigen sie es nicht. Aber so rum. Und da punchen wir jetzt hier die Flügels drauf. Das Zeug klebt wie Atze, wenn es klebt, klebt. So. Komm du mal her. Ah ja, doch. So. Und da kleben wir das noch da drauf. Und wir gucken hier, wo wir den ganzen Spaß hingeklebt haben. So, Pi mal Daumen. Schickimicki. Und jetzt natürlich noch das hier. Den müssen wir uns raustrennen. Aber wie soll das denn dort drumherum gehen? Meieiei. Meine Güte. Ja, da muss ich nochmal hier an der Anleitung schmulen. Moment, entschuldigt, wenn ich euch das hier so vor die Linse halte. Das muss mir jetzt mal einer erklären. Wahrscheinlich so, ne? Ja. Sonst macht es keinen Sinn. Ich fummel mal wieder hier die Folie ab, bin gleich wieder im Bild. Ich überhaupt noch irgendwas im Bild mache. So. Naja. Schön ist der Schnabel jetzt nicht durch die Zusammennäherei. Aber gut. Wir kleben das Geschoss jetzt einfach hier drauf. So. Damit du nicht ganz so wie gerupftes Huhn aussiehst. Mein kleines Kerlchen. Bleib doch hier. Bleib doch hier. Du kleines Schnabeltier. Man berücksichtige nicht weiter die Dame, die im Hintergrund versucht zu singen, also sprich ich. So. Naja. Könnte jetzt ein bisschen netter von mir geklebt sein. Ach, mein armes Kerlchen, du tust mir leid. Siehst du mehr gestraft aus als alles andere, aber egal. Mir geht's um Spaß. An der Freude, mit euch das jetzt hier zu machen. Ach ja,
So. Und wie muss das jetzt? Aha, okay, hat er. Ich bin gleich wieder im Bild. Monument. Wenn wir das gleich mal hier an den Schnabel dran operieren. Ah, läuft doch. OP läuft. Nicht schön, aber selten. Dass ich das hätte doch andersrum machen müssen. Oh ja, ich sehe es gerade. Och Mann. Gucken, ob ich das vielleicht doch nochmal abkriege. Klebt echt wie Hulle das Zeug. Gucken, ob es sich nochmal überzeugen lässt. Ah ja, doch. Komm. Also dann doch andersrum. So rum. Naja, Fehler sind ja Gott sei Dank da, um gemacht zu werden. Damit ihr sie nicht mehr macht. Ah, jawohl. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Super Sache. Kenningssätze hier. Komm, geh ab, du usseliger Streifen. So. Und den operieren wir jetzt. Mal, damit er hier alles in Ordnung bringt, du armes Kerlchen, du. Und den operieren wir jetzt hier oben dran noch auf der Seite. Ja, so. Ach je, du armer Kerl. Du siehst ja echt wirklich aus wie ein abgeschossenes Huhn. Dein Beinchen steht auch nicht mehr ordentlich gerade. Es baumelt auch irgendwo in der Luft rum hier. Uiuiui. Ah, deine Mutter hat schon auch zusammengenäht. Kehmeter gescheit. Für die Biegeringe hole ich nur mal schnell zwei Zangen. Moment. Ah, brauche ich jetzt nicht auf Stopp drücken. Ich hab's jetzt schon. Und wie kleben wir jetzt das da einfach fest? Oder stopft man das jetzt hier rein? Uiuiui. Hier sieht's aus. Ein Schlachtfeld. So, jetzt haben wir hier diesen Quastenhalter und meine schöne Quaste. Also, mit einfach mal hier reinstopfen ist jetzt aber auch. Ja. Jetzt habe ich auch so einfach zu lang. Schläft gerade das Bein ein. Ei! Uhu! Wenn ich das jetzt ein bisschen aufdrehe und probiere. Ach Mann, so geht's, ne? Bein schläft ein. Ja, hier reicht das schon. Ich schneide es einfach ab, damit es drauf passt. Das andere ist zu dick. Kurze Hand, zapp, zerab. Ja, jetzt geht das drauf. So. Aber das wird ja nicht einfach so kleben bleiben. Schnappe ich mir hier einfach mal einen Schluck Tacky Glue. Wenn man überhaupt mitarbeiten will. Und sich nicht selber zugeklebt hat. Was ja durchaus manchmal passiert, aber einfach geht. Na komm. Hab dich nicht so stoisch. Gebe ich jetzt hier einfach mal einen Klecks rein. Sieht man das überhaupt, was ich hier mache? Nee, noch nicht so richtig. So. Oh, Schluck Ducky Glue. Und dann muckse ich das hier einfach rein. So.
Und irgendwann wird es trocken sein und halten. Ja. Ja. Schön ist anders, aber egal. So, und jetzt müssen wir den ganzen Murks hier noch zusammenfummeln. Was erzählt ihn da? So, da schnappen wir uns mal unsere Wegeringe. Zacki. Biege ich mir mal hier auf. Na komm her. Nicht durch die Kamera zu gucken und gleichzeitig irgendwas zu tun, ist echt dämlich. Und versuche ich das jetzt mal durch irgendwas hier durchzufummeln. Vielleicht komme ich ja durch den Stoff durch. Naja, zumindest haben wir schon mal eine Paillette abgerupft. Ich drehe mit dem mal so rum. Vielleicht geht es so rum besser. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Oh Gott. Mein armes Kerlchen, komm wieder her. Habe ich jetzt einfach durch den Stoff durchgejagt. Schnappen wir uns hier die Kette und fummeln das Glied hier mit rein. Komm. Jetzt kein Bock, das noch hinzulegen, nochmal neu nachzugreifen. Dann huckt man der Mist hier wieder nach, davon. Entschuldigt, oh, wenn ich euch hier so bescheuert vor der Linse rumhüpfe. So. Man merkt, ich habe Ahnung, wie Sau. Nee. So. Das baumelt. Zweiter Biegering. Durch das hier durch. Und ja, was nehmen wir denn gleich? Ach, ich nehme jetzt hier oben das Ding. So, das Geschoss schließen. Vielleicht noch ein bisschen gescheiter, ein bisschen näher. So. So, bis auf alle hier. Das brauchen wir auch nicht mehr. Und ich würde sagen, tada! Unser geflügeltes irgendwas. Ich glaube, ich parke den Ring noch mal um. Der baumelt mir hier so ein bisschen sehr in der Absturzposition rum. Ja, das habe ich aber auch sehr selten dämlich dort hinten dran gemacht. Egal. Kollege Flitzpiepe ist fertig, kommt nicht bei mir in die Tasche, aber er wird einen Platz in meinem Herzen und in meinem Happy Place, also sprich meinem Bastelzimmer, finden. Wie gesagt, bei uns gab es noch jetzt sogar noch, ich glaube, was gab es noch? Kaktus oder so noch? Egal, ich fand es witzig. Ich wollte es mal ausprobieren und mitnehmen. Wir haben was zusammen getan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, mein kleiner Kumpel. Ich habe ja noch die anderen Kumpels ja auch aus dem Action. Ja, mal gucken, ob die sich über den freuen. Ja, so. Der verkappte Bruder oder Onkel aus der Wildnis, der hier irgendwie struppig daherkommt. Zu den beiden. Oh, naja, ich werde noch den Ring umfummeln oder vielleicht hier oben an den Kopf dran setzen. Sieht vielleicht ein bisschen gescheiter aus. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, Spaß gehabt, euch ein bisschen an die Hand an die Stirn geklatscht und euch über mich zerschüsselt. Das ist gar kein Problem, dafür kann ich auch gut zur Verfügung stehen. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start ins Wochenende oder in die Woche, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.